Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich, Sie wieder am Bildschirm begrüßen zu können. Was werden Sie heute bei uns sehen? Wir zeigen einen Bericht über Shanghai, die größte Stadt der Volksrepublik China. Dann laden wir Sie ein, gemeinsam mit Hörgeschädigten aus dem Bezirk Erfurt das Deutsche Nationaltheater Weimar zu besuchen. Und zum Schluss geben wir Tipps für Garten und Balkon im Monat November. Informierte uns über eine interessante Initiative. Seit Jahren gibt es im Deutschen Nationaltheater ein Theateranrecht für Schwerhörige. Herr Schilling hatte die Idee, interessierte Gehörlose für das Ballett zu begeistern. Und so wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksvorstand Erfurt des Gehörlosen- und Schwerhörigenverbandes der Besuch eines Theaterabends vorbereitet. Der Tag begann mit einer Probe im Ballettsaal, bei der die Hörgeschädigten dabei sein konnten. Pulcinella ist eine italienische Volksfigur, der mit seinem Spaß und Scherz beliebt ist. Aber auch er treibt diesen Spaß zu weit, sodass er arg in Schwierigkeiten kommt. Doch diese Ballettkomödie hatte natürlich auch ein gutes Ende. Wir zeigen jetzt Ihnen drei Ausschnitte. Und ich würde mich freuen, wenn wir nachher ins Gespräch kommen würden. Dabei gesehen. Ja, was haben Sie in dieser Szene gesehen? Haben Sie eine Geschichte erkennen können?
gab geführt wie ein verzauberter Mensch zu dem Fenster wieder zu meinem Leben erwachsen und sieht, dass der Zauber seine Gedanken an ihm übertragen hat und in Wirklichkeit wieder auferstanden ist. Das war wie so ein Traum, dass der eine das im Schlaf jetzt wie so einen bösen Geist um sich herum hatte und dass das alles nur geträumt war. Der Pulsschneller hat sich als ein Zauberer verkleidet und sein Freund Furbo hat sein Kostüm an, sodass der Furbo der totgeglaubte Pulsschneller ist. Und jetzt kommt der Pulsschneller und macht, zieht magische Kreise, beschwört den angeblichen Toten und veralbert eigentlich die anderen Leute damit. Wir kommen jetzt zur letzten Szene. Pulsschneller, Furbo mit den zwei Mädchen, mit Jenica und mit Yvonne, bitte. Ich glaube, wie Sie hier gesehen haben, Tanz vermag am besten Gefühle und Empfindungen wiederzugeben, wie Liebe, Hass, Trauer, wie an dieser Szene gezeigt wurde. Was haben Sie ablesen können an dieser kleinen Szene? Ein Mädchen wollte nur einmal Abend haben. Das ist wie ein... Wie ein Hahn im Korb, wie der Mann, der soll einen Hahn im Korb spielen. Ja, richtig. Zwei Männer bewerben sich um die Mädchen. Bei dem einen Mädchen klappt das nicht so, wie bei dem anderen Paar. Zum Schluss dann möchte das Mädchen den anderen Mann haben. Und es kommt dann zu einem Kampf. Und zum Schluss stellt sich der andere zur Verfügung. Prima. Dieses Spiel war ein guter Ausdruck. Zwei Männer und zwei Mädchen treffen sich. Durch Zufall zusammen, kommen sie zusammen. Die zwei Mädchen möchten aber einen Mann haben, weil der eine Mann hübsch ist. Zum Schluss hat es aber doch nicht geklappt und haben den anderen genommen. Mich würde selbst noch mal persönlich interessieren, wie Sie Ballett sehen, ohne eigentlich die Musik zu hören, die für uns sehr wichtig ist und die Grundlage eigentlich für jede Bewegung. Wie empfinden Sie das? Ich empfinde den Tanz ohne Musik durch die Vibration. Ich muss auch bei dem Tanz für uns laut sein, damit wir die Musik auch empfinden können. Man fühlt das. Ja, man,
Den Schall, der geht auf dem Körper über, aber ohne Musik können die Gehörlosen nicht tanzen. Und wie das mit den Augen, sie müssen dann mit den Augen das abnehmen, das wie die anderen tanzen. Also Sie hören praktisch oder fühlen den Rhythmus, den Rhythmus der Musik. Wo die Männer als Pulcinella verkleidet sind. Heute bei der Probe gesehen habe und hier hat es mir auch besser gefallen mit Verkleidung und so. Der Tänzer und der Ausdruck war gut und interessant für uns zu Hause. Fein ist schon für die Karoid, der Rubin. Karoid können fein besser sein. Ja, ich kann alles gut verstehen. Ich weiß auch, was du bedeuten hast. Ich muss sagen, ich könnte das noch mehrmals sehen. Also es war völlig faszinierend davon. Oft mal spreche ich, aber als Mit Leute und Pferd. Ich kann nicht, aber von Herzen ballert. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist sehr gut. Nein, der bin ich schon, Max. Der Mann ist der Kölkart. Mein Gott, das ist sehr gut für mich. Ich werde ganz übergeißen. Das ist mir agreben. Gibt nicht viel zu sagen. Es war schön. Ja.